Hallihallo, damit herzlich willkommen zum ersten Matchball der Division 10. Jawohl, wir haben zum ersten Mal heute die Chance, in Spiel 5 den Meistertitel der Division 10 zu ergreifen. Und den will ich auf jeden Fall haben. Egal wie ich den schaffe. Auf Biegen und Brechen, den Meistertitel holen wir uns jetzt. Und ich hoffe, uns gelingt es auch. Wir haben jetzt wirklich hart gekämpft. Das letzte Spiel war ein hart erkämpfter Sieg, muss ich jetzt wirklich sagen. Wir haben ein bisschen ein Problem mit unserer Defense, ohne Frage, dies müssen wir schauen, dass wir wieder zum Laufen kriegen. Vielleicht sind auch einfach die nötigen, wie soll ich sagen, nötige Neuzugänge oder mehrere Neuzugänge vonnöten, damit wir die ins Rollen kriegen. Rock'n'Rollers gegen HC California und wieder habt ihr die Chance auf einen Free Player heute. Einen habt ihr ja schon, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an den Gewinner der Free Player Minute. Und heute kommt unser Gegner wieder mal aus Colorado. Da haben wir das letzte Mal schon harte Bandagen gehabt. Gretzky, Alter. Und es geht gleich wieder gut los mit den Pässen. Shabbat. McDavid. Darlin. Oh, Goodrow. Gretzky ist abgefälscht. Ja, Burns und Shabbat kommen sich da ein bisschen ins Gehege. Selanne gegen Darlin. Und Doughty muss da gleich umdrehen. Burns, das ist Doughty. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht. Oh, der war glücklich. Der war glücklich. Der war wirklich glücklich. Shabbat. Einmal rum auf Teemu Selanne. Der kriegt die Scheibe nicht so rum, wie sie braucht. Ach komm. Ja. Der geht halt zur Scheibe hin und bleibt nicht vor dem Matschen stehen. Burns gegen Doughty. Oh, das ist 2 auf 1 Situation. Ja. Das ist halt eine geschenkte. Die ist halt geschenkt. Und dann nochmal querlegen. Den Schussweg für Marchand zumachen wollte. Deswegen trifft er hier problemlos. Und es ist 1-1 und es ist Laxonen. Direkt im Gegenzug, das ist die Antwort, die man haben will. Oskari Laxonen auf Vorarbeit von Elias Pettersson. Pettersson scheitert, Laxonen scheitert nicht, der schiebt ihn nämlich rein. 1-1 in Anaheim. Noch nicht einmal 6 Minuten auf der Uhr, wir haben 2 Tore gesehen. Von 2 verschiedenen Mannschaften. Könnte weiterhin ein spannendes Spiel werden. Oh, stark. Salming. Ja, wieso sollte ich denn da rausgehen? Panarin. Panarin, 2-1. Und der ist heiß. Bradman ist richtig heiß. Der gefällt mir tatsächlich offline, hat er mir nicht gut gefallen. Ich habe echt lange überlegt, ob ich Panarin nicht nach unten versetze. Aber online ist Artemi Panarin eine echte Rakete. Oh, der ist schön. Frederik Andersen im Tor übrigens. Klasse Spielzug. Klasse Tor. Boris Salming. No, oh, jetzt kriegen sie zu zweit nicht rein. So, und jetzt ist Tempo drin in der Partie. Braden Point. Geblockt von Salming. Burns spielt die Scheibe in die Ecke. Verzeih ich ausnahmsweise mal. Godrow, Seguin.
Und jetzt mit Tempo. Nein, es bleibt an Suter hängen. Zum Glück kommt der Josi von der Wechselbank. Ja, oh, das war Pfosten. Latte. Eins von... vom Metallgehäuse. Ein Gestänge des Metallgehäuses. Segin macht ihn nicht. Tails. Boah, Tails wird gleich überrannt von mehreren. Tails löst es gut. Und das gibt dann Icing. Hätte er locker erreichen können. Meiner Meinung nach. Tut mir leid. Der war erreichbar. Der war sogar über Bande. Mana blockt ihn. Josi, Matthews. Darlene ist da noch mit dabei. Darlene gibt Matthews auch den Check mit. Matthews! Burns abgefälscht. Taves. Oh. Mana. Matthews. Boah, das wird halt dann auch eng. McGuinness. Ja, vorhin Colorado nicht. Vorhin hat Colorado nicht so verteidigen müssen. Oh, der ist stark! Von Taves verteidigt. Ganz stark. Legt sich hin. Jo. Der. Oh. Einwandfrei der Check. Matthews. Oh, Panarin. Der Bradman. Wieder ist es Bradman. Und Frederik Andersen. Schade. Panarin kommt da nicht zum Schuss. Zwingt aber unseren Gegner in eine gewisse Laufrichtung. Und damit kann Andrei Wasilewski die Scheibe festhalten. Wir führen weiterhin mit 2:1. Patterson nimmt den Check. Ja. Brenda Moore hat einen Deking-Wert von dem Fisch. Laxonen. Das ist Drittel rum. 2:1 steht's nach 20 Minuten. Man war hinten und dann innerhalb von ein paar Sekunden das Spiel gedreht. Rasmus Dahlin, mehrere Checks, 2 an der Zahl. Und die waren bisher wirklich wichtig für unseren Gegner. Oh ja, der war. Da war Selanin eigentlich schon vorbei. Und durch die Schulter bleibt er noch hängen. Am jungen Verteidiger. Schöne erste Führung. Josi hat ein bisschen mitgeholfen, weil er blocken wollte. Dadurch ermöglicht er Gilmore das Tor. Laxonen sagt aber, das ist kein Problem. Gleicht aus. Und Panarin sagt Roman, Bradman kümmert sich drum. Und mit 5 Torschüssen führen wir mit 2:1. Stiefel einfach so weiterspielen. Konzentriert weiterspielen. Dann ist hier mehr drin, als es gerade vielleicht aussieht. Selani macht immer wieder schön. Bleibt im Endeffekt dann an Ovechkin kleben. Oh, Glück, dass er da keine Zeitstrafe kriegt. McInnes. Durch den Poke-Check kriegt er die Scheibe zurück. Godrow. Ovechkin. Blocker sind da. Wasilewski. Spielt auch mit. Oh. Pfostenschuss. Oh, Elias Patterson. Panari mit dabei. Panarin! Ah! Oh, Frederik Andersen, Panarin! Tor! Doppelpack, Artemi Panarin! Hat beim ersten Schuss schon Pech gehabt, dass er nicht durchrutscht. Aber dann im Nachschuss stellt er sich genau in den Passweg und hat das leere Tor vor sich und macht es 3:1.
Brinda Moore mit dem Face-Off-Sieg. Brinda Moore 4-1. Und das waren jetzt... Pam, 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 pam. Paar Sekunden, die zwei Tore. Burns mit dem Assist. Direkt vom Face-Off weg. Brinda Moore schaut nur kurz, sieht die freie Ecke vor Bayern Anderson. Und dann führen wir mit 3 Toren. Jetzt kommt es auf unseren Gegner an, ob er nochmal zurückkommen kann. Dürfen natürlich jetzt nicht nachlassen. Wenn es nachlassen, dann geben wir ihm die Chance, in dieses Spiel zurückzukommen. Suter ist raus. Bradman hinterher. Brinda Moore macht die andere Seite dicht. Das funktioniert auch. Kopitar am Tor vorbei. Panarin, Brinda Moore. Brinda Moore hat die Scheibe und sucht Artemi Panarin. Und Artemi Panarin sucht vermutlich sein drittes Tor. Das macht er aber nicht, sondern Romagnosi. Und wie er das macht. Panarin wird aufgehalten. Josi direkt mit dem Schuss. Und dann ist die Möglichkeit da, dass er ihn irgendwie reindrückt. Trifft die Scheibe nicht mal richtig. Und es ist nicht mal Torhüterbehinderung. Nein, es zählt. Und das ist halt schon ein Hammer-Tor. Hier, Panarin. Josi mit dem direkten Schuss. Abgeblockt. Und dann schaut euch die Scheibe an, wie sie da reinspringt. Und Romagnosi sieht, ja, ich hatte die Chance, mein Tor wieder gut zu machen. Meinen Fehler wieder gut zu machen von vorhin und macht's 5-1. Was ein Start in das zweite Drittel. Jonathan Taves mit Schmana 6-1. Und jetzt ist hier Halligalli. Und jetzt ist auch die Verbindung unterbrochen. Jawohl, und somit gibt es leider keinen Free Player, weil wir gar nicht so weit gekommen sind. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich das vielleicht umstelle. Ob wir vielleicht wirklich die letzte Minute vom ersten Drittel nehmen. Aber mal gucken. Wir sind Meister, ihr könnt es mir unten mal in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich auf die nächste Folge. Sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Blub. Und bis zur nächsten Folge. Genau. Dann sehen wir uns wahrscheinlich, also von den Spielen her in Liga 9, was dazwischen kommt an Event und Co., weiß ich gerade nicht. Genau, normal, wenn diese Folge rauskommen müsste, müsste eigentlich schon das neue Event angefangen haben. Also könnte heute Abend gleich mit der neuen Event-Folge weitergehen und dann geht es gleich weiter in Liga 9. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao mit V. Ach stopp, wir müssen erst noch zurück, wir haben ja die Packs noch. Scusa, wir haben ja da noch ein paar Packs, ne? Hopsala. Ah, Hopsala. 247.000 ungeöffnete Packs. Fantasy-Eishockey-Sammelobjekt. Das habe ich mich vorhin gerade bekommen. Da ist ein Sammelobjekt drin. Da werde ich auf das Goldobjekt gehen. Weil die Goldobjekte, glaube ich, auf langfristig gesehen wesentlich besser sind. Division 10 Titel-Belohnungspack. Und da ist wahrscheinlich ein Haufen Schotter drin, um ehrlich zu sein, wie jedes Jahr. Wow. Unnötiges Fuck. Urunnötig. Ach, das ist so lächerlich. Was du für die Belohnungen kriegst für die Liga-Dinger, das ist so lächerlich. 2 Goldspieler. Caleb Jones und Jolly Ben, alles Kacke. Dankeschön. Genau, und dann sehen wir uns wieder, wenn es ein neues Event gibt. Ihr seht schon, das Event ist sehr lange her. Beziehungsweise das, was man hier gerade bekommen kann, ist sehr lange her. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Ciao mit V und wir sehen uns in Liga 9.